Mordfall der Familie Quintanilla. Die zuständigen Ermittler teilten mit, dass eine Videokamera, die offenbar Christian Quintanilla gehört, neues Licht auf den Fall wirft. Experten der Polizei werten jetzt 37 Stunden Videomaterial aus. Hey, ich bin Christian. Das ist meine Schwester Juli. Wir untersuchen seit geraumer Zeit moderne Legenden auf ihren Wahrheitsgehalt. Wir fahren über die Osterferien mit unseren Eltern in ein Landhaus, das wir in Sitges haben. Na, wie findet ihr es? Nicht schlecht. Gefällt's dir? Ist gar nicht schlecht. Davon habe ich dir erzählt. Voll vergammelt. Gehört uns das auch? Keine Ahnung. Was haben wir denn da? Scheiße, da ist ein Schloss dran. Kein Wunder, dass sich 1940 hier ein Mädchen verirrt hat. Und wenn du dich hier verirrst, dann besser nicht nachts. Ich will nicht, dass ihr da hingeht. Ist gefährlich. Und was soll ich dann filmen? Den Weg mit Bäumen und Blumen oder was? Ich sagte, ich will nicht, dass ihr da hingeht. Ich glaub nicht an Gespenster und solche Geschichten. Ich glaub nicht, dass es der Geist eines Mädchens ist. Warum bellt er? Keine Ahnung, ich sehe nichts. Vielleicht hat er Angst. Robin! Dieser blöde Hund, wo ist er denn? Pass bloß auf, dass wir uns nicht verlaufen, ja? Ich will hier draußen nicht im Dunkeln rumirren. Scheiße! Juli, bitte, sei still! Ich bin's! Sst, sst! Was haben sie mit dir gemacht? Nein!